Was poppin' YouTube? Ich hoffe, euch geht's gut. Hier ist euer Mo, ihr seid bei Preencards. Heute erste Folge. Alles dazu, wie ihr eine gefälschte Rookie-Karte erkennt und nicht wie der letzte wieder 350 Euro für eine gefälschte ausgibt. Das alles kriegt ihr hier bei Preencards. Ich habe hier ein paar Karten für euch aufgebaut, die uns helfen werden, Original und Fälschung zu unterscheiden. Darunter haben wir den Fleer Rookie Sticker, die Michael Jordan Fleer Rookie Karte, die Decade of Excellence und die Anniversary. Die Excellence ist von 96, 10 Jahre nach dem Release der Originalkarte. Die Anniversary ist von 2006, 20 Jahre danach. Fleer hat damals 86, 87 zum ersten Mal Basketballkarten released, darunter auch diese Karten. 3 Jahre zuvor kamen keine Basketballkarten auf den Markt, da Topps und die NBA wohl ein Lizenzproblem hatten oder sich nicht einigen konnten. Dementsprechend gibt es in diesem Set eine Menge super gute Spieler und die Ewing, die Barkley, Carmelo, Olajuwon, Drexler, Isaiah Thomas, Wilkins, Mullins, Worthy werden, glaube ich, alle als Rookie-Karten angesehen. Darunter hat man noch die Legenden Bird Magic, Julius Erving und noch viele mehr. Ein paar fehlen wie Rodman, aber das nur so nebenbei. So, jetzt aber genügend von den Dünnschitz, jetzt kommen wir zu den Punkten. Erster Punkt, das ist der bekannteste Punkt, das ist der Pfeil. Jeder, glaube ich, weiß in der Sammlerszene, dass dieser orange sein muss. Und ich weiß nicht, ob es viele wissen, aber was ihr wissen solltet, ist, der Pfeil muss nicht nur orange sein, nein, er muss auch gepunktet sein. Ich hoffe, man kann es erkennen. Ich habe hier ein bisschen Schatten, das bin ich, aber den kann man auch nutzen. Wenn ihr jetzt hier vorne diesen kleinen orangen Zipfel seht, ja, auch selbst der muss orange sein und muss gepunktet sein. Dann haben wir hier gute Chancen, dass es sich um eine Original-Jordan handelt. Das ist schon mal der erste Punkt. Bei der letzten Auktion, die für 350 Euro geendet war oder ist, war schwer zu erkennen, dass der Pfeil nicht 100% gerade mit dem Wimpel abschloss. Und er war eine ganze Ecke höher. Dementsprechend, das ist unter manchen Sammlern auch bekannt, dass es diese Fälschung gibt und das ist eine recht gute Fälschung dementsprechend. Zwar schön gemacht, aber leider halt, wie gesagt, nicht echt. Kommen wir bei unserem Spaß mit Karten auch schon direkt zum zweiten Punkt und das ist die Schrift. Die Schrift muss klar sein und sie darf auf jeden Fall nicht zu comichaft wirken. Bei vielen Fälschungen wirkt die Schrift sehr comichaft. Dementsprechend, sobald ihr irgendwie Asterix-ähnliche Züge seht, wo das A oder das E sind ganz entscheidend, sich unterscheiden von einer, ich würde sagen, Arealschriftart, dann Abstand halten. Das hier ist ein perfektes Beispiel, so muss es aussehen. Die Decade zeigt es uns, deswegen gut, dass wir sie haben. Kommen wir trotzdem gleich mal zum dritten Punkt. Der ist auch bekannt, das Bulls-Logo. Das Bulls-Logo muss einmal sauber und deutlich zu erkennen sein. Dann ist es, glaube ich, auch den meisten Leuten bekannt, dass das Auge, die Pupille muss zu erkennen sein, das Weiße der Pupille. Und ich verrate euch noch was. In den Augenbrauen des Bulls ist eine Art Schattierung. Dazu kommt das Logo. Es muss aussehen wie ein Basketball, aber mit dem Aussehen meine ich, dass das Logo durchzogen sein muss von Linien in Form eines Basketballes. Bei der Erkennung einer echten Karte bzw. einer gefälschten Karte. Das sind die gelben Ränder, besonders in Kombination mit den schwarzen Rändern. Das heißt, wenn diese
in irgendeiner Form digital bearbeitet aussehen. Ich habe hier oben rechts schon das Gefühl, das ist nicht ganz so 100% korrekt. Schlimmer wird es aber. Hier auf der Seite. Ich hoffe, ihr erkennt das einigermaßen. Auch auf den Fotos der Auktionen. Das darf nicht aussehen wie aus einem Tintenstrahl bzw. aus einem Laserdrucker. Hinzu kommt der schwarze Streifen hier zwischen dem roten Sektor und dem blauen Sektor auf der rechten bzw. auf der linken Seite, der muss absolut glasklar sein. Ist der schwammig, matschig auf den Fotos nicht zu erkennen, dann Finger weg. Hier ist er angedeutet, gar nicht mal so schlecht gelöst, allerdings man sieht schon, es ist nicht wirklich. Wir müssen noch den kleinen Error reden, der auch sehr bekannt ist natürlich. Das ist dem Leerzeichen zwischen der 27 und dem Punkt der 2, also der Zahl rechts unten. Die leicht abgeknickte 2 ist auch ein Zeichen dafür, dass es okay ist. Ist die 2 zu sehr abgeknickt, ist es eine plumpe Fälschung. Hinzu kommt richtig, was mir aufgefallen ist, sind natürlich Kleinigkeiten wie die beiden Blöcke. Wenn die das Rote hier berühren, dann habt ihr in der Regel es mit keinem Original zu tun. Das müsste recht sauber vonstatten gehen. Der Übergang von dieser Farbe zum Rand müsste recht glatt verlaufen. Das ist zwar immer noch hier sehr gut gemacht, aber man merkt beim genauen Hingucken dann doch, das kann so nicht stimmen. Viele Fälschungen haben einen kleinen Rahmen, die sind mega billig. Hier wurde wenigstens sogar noch ein bisschen versucht, die Farbunterschiede. Ich bin mir sogar sicher, dass hier ein Original gescannt wurde, dann aber halt nochmal ein bisschen nachbearbeitet wurde, sowas in der Richtung. Die Oberfläche ist im Grunde genommen das, was euch am allerbesten Auskunft darüber gibt, ob die Karte original ist oder nicht. Das Problem ist, ihr kriegt das auf einem Foto kaum zu spüren. Trotzdem gibt es vielleicht einen kleinen Ansatz der Lösung. Und zwar versucht die Oberfläche von der hier zu erkennen durch das Acryl. Auch hier wieder dieser leicht digitale Eindruck. Und zum Vergleichen nochmal. Allein die Oberfläche, wie das Licht drauf fällt. Es erinnert an alte Panini-Bilder. Das ist schon ein Unterschied. Eigentlich müsste der logische Schluss sein, man geht nur auf eine gegradete Karte. Aber auch da müsst ihr vorsichtig sein, denn solche Cases hier kann man öffnen. Und da werden dann Karten ausgetauscht. Dieses Phänomen ist bekannt. Deswegen müsst ihr darauf achten, wer wirklich bereit ist, viel Geld in die Hand zu nehmen und so eine Karte zu kaufen. Der holt sie am besten bei einem vertrauenswürdigen Händler. Das war die erste Folge Print Cards. Ich bin Mo und bleibt dran auf jeden Fall. Es wird noch spannend werden. Wir werden als nächstes ein bisschen Mayday machen. Da könnt ihr sehen, wie ich meine Kollektion erweitere. Aber auch wir werden über andere Spieler reden, über neue Spieler reden, die es sich lohnt zu sammeln. Da viel Potenzial dahinter steckt und des Weiteren sind viele Aktionen geplant, deswegen abonniert, bleibt dran. Infos und Ideen bitte runter in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was ihr für Meinungen habt. Schönen Gruß raus an alle Sammler. Ebenfalls nochmal einen schönen Gruß raus an den Pierre und an den Roberto. Die haben ja bei der ganzen Sache sehr geholfen. Mit deinem 25 ebenfalls noch ein kleiner Shoutout. Und das war's, ich bin raus. Cards, bye bye.